freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ja, eigentlich sollte es Anfang Juni zu Pfingsten wieder losgehen mit der Kultur auf der Insel Grafenwerth. Nach zweijähriger Corona-Pause. 5 Open-Air-Konzerte hatte die Stadt Bad Honnef dort geplant. Rund 10.000 Konzertkarten sind schon verkauft. Aber jetzt ist das Ganze erstmal untersagt worden. Per Eilentscheid des Kölner Verwaltungsgerichts. Grund ist der Naturschutz auf der Insel. Aber offenbar ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Einen Tag vor dem Gerichtsentscheid erzählt uns der Bad Honnefer Bürgermeister Otto Neuhauf noch voller Begeisterung von den Plänen fürs Festival. Ja, die Bühne kommt da vorne hin und strahlt rüber in Richtung Rhein. Das geht los mit dem Klassikkonzert und der Höhepunkt ist dann, glaube ich, Patti Smith am Montag. Und damit ist das Pfingstwochenende hier in Bad Honnef veredelt. Doch nun hat das Kölner Verwaltungsgericht die Veranstaltungen erstmal verboten. Darüber freut sich Achim Baumgartner vom BUND. Seine Kreisgruppe Rhein-Sieg hatte den Eilantrag beim Gericht gestellt, weil Konzerte im Landschaftsschutzgebiet grundsätzlich verboten sind. Zunächst mal geht es nicht um die Sicht des BUND, sondern um die Sicht der Verordnung. Also die Landschaftsschutzgebietsverordnung hat geregelt, was hier zulässig ist und was nicht. Und zulässig sind aber nur im Rahmen einer Einzelgenehmigung durch die Naturschutzbehörde diese traditionellen Veranstaltungen, eben zum Beispiel reinspaziert oder wahrscheinlich auch rein in Flammen. Die 5 geplanten Open-Air-Konzerte gehören demnach aber nicht zu den traditionellen Veranstaltungen. Und gerade jetzt in der Brutzeit sei laute Musik für Vogeleltern der pure Stress. Da oben sieht man jetzt schon mal 2 Spechtlöcher in der Pappel. Und das ist eben halt wirklich nur ein paar Meter direkt neben dem Veranstaltungsgelände. Und im schlimmsten Fall verlassen die Eltern das Nest, weil es ihnen definitiv zu laut wird. Und die Jungen sterben dann. Die Tiere schützen oder den Menschen auf der Insel was Besonderes bieten. Auch die Bad Honnefer sind sich bei dieser Entscheidung nicht einig. Also ich bin zwiespältig, beides hat seinen Wert und doch Tendenz eindeutig für den Naturschutz. Ich meine, es wären 4 oder maximal 5 Konzerte, die hier geplant sind. Und die Insel ist so ein schöner Fleck und so ein schöner Ort, dass man da auch durchaus Konzerte abspielen kann. Und Spaß wird ja immer weniger. Gerade für die Jugendlichen. Und ich finde, man sollte die sich ruhig mal austoben lassen, ohne dass man irgendwie sagt, die armen Vögel werden belästigt. Bürgermeister Otto Neuhauf will jedenfalls noch nicht aufgeben. Die Open-Air-Konzerte auf der Insel soll jetzt der Rhein-Sieg-Kreis mit einer Ausnahmegenehmigung doch noch ermöglichen. Ich kämpfe für meine Bevölkerung und ihr Erholungsbedürfnis. Und das hier ist schon immer eine Kulturfläche gewesen. Die Insel. Das hier ist seit Jahrzehnten unser Platz und den verteidigen wir. Und vielleicht klappt's mit SAS und den anderen Konzerten am Pfingstwochenende doch noch. Als letzte Möglichkeit will Bad Honnef nämlich beim Oberverwaltungsgericht in Münster eine Beschwerde gegen den Kölner Entscheid einlegen. Ja, wir schauen da natürlich weiter drauf. Grüner Strom.